Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und wir haben gemeinsam ein Problem. Was macht man eigentlich, wenn man hier ein Rohr hat, was irgendwo aus dem Boden, aus der Wand oder irgendwo anders rausschaut und du musst das jetzt wirklich flächenbündig absägen? Wir werden heute mal rausbekommen, mit welchem Gerät geht's am besten, und wenn du schon immer wissen wolltest, mit welchem Gerät geht's am schlechtesten, ist das hier dein Video. Denn wenn wir ehrlich sind, passiert es häufiger mal, dass wir irgendwo etwas haben, was aus einem Boden oder aus der Wand rausschaut und du musst es irgendwie absägen. Und da gibt es ja jede Menge Möglichkeiten. Es gibt erstmal den Winkelschleifer per se, zum Beispiel mit einer 125er Scheibe oder auch einen Winkelschleifer hier mit einer 180er Scheibe. Es gibt sogar noch größere Scheiben. Es gibt natürlich auch die Säbelsäge, sehr gut bekannt ja auch. Was machst du mit der Säbelsäge? Kannst du natürlich auch am Grund arbeiten, das vielleicht so ein bisschen biegen. Funktioniert das richtig gut oder wie sieht denn das hinterher aus? Natürlich gibt es auch noch Handwerkzeuge und es gibt den allseits bekannten Multicutter. Und wir werden heute in diesem Video mal rausbekommen, was ist die beste Methode. Und deswegen fangen wir auch gleich mal an, und zwar mit unserem Winkelschleifer. Das Ganze mit einem 180 mm Winkelschleifer zu machen, ist so ein bisschen Cheaten. Denn durch die große Scheibe habt ihr den Vorteil, dass ihr wirklich in einem sehr flachen Winkel arbeiten könnt. Je kleiner die Scheibe wird, gucken wir uns auch gleich an, umso größer wird dann der Winkel. Aber sei es drum. Wir haben unseren ersten Test gemacht, genau mit dem Winkelschleifer, aber mit dem Schutz, ganz wichtig, und haben nur einen einfachen Schnitt von oben einfach so runter gemacht. Das heißt, es gibt ja auch die Option, dass das Rohr irgendwo in der Ecke ist, dass ihr nicht drum herum arbeiten könnt, damit ihr wisst, okay, ich kann nicht drum herum arbeiten, wie sieht es denn eigentlich aus? Und da war das Ergebnis, 15 mm sind dann noch stehen geblieben. Ja? Als zweites haben wir gesagt, okay, wir können, haben so viel Bauraum, dass ich wirklich mit dem Gerät drumherum arbeiten kann. Und dabei sind stehen geblieben nur noch 5 mm. Also das war schon ziemlich cool, also ziemlich weit unten drunter. Wenn du aber sagst, du willst das flächenbündig abhaben, keine Chance. Und jetzt wird es illegal. Wobei ich sagen muss, so richtig illegal ist es eigentlich nicht. Illegal wäre es, wenn wir den gesamten Schutz abgenommen haben. In dem Fall haben wir das hier gemacht, haben diesen Schutz abgenommen. Und natürlich ist es nicht illegal, ohne den zu arbeiten. Das ist nur vielleicht nicht einfach optimal. Aber bitte macht mir einen Gefallen. Ja, tut mir einen Gefallen. Arbeitet nicht ohne den hier. Also, weil da kann so schnell was passieren. Macht das bitte, bitte nicht. So, wir haben das jedenfalls genommen. Dadurch konnten wir noch näher wirklich am Boden ranarbeiten. Und dann war es so, dass wirklich nur noch ein Millimeter stehen geblieben ist. Aber auch nur, weil wir einmal ringsrum arbeiten konnten. Das heißt, Ergebnis mit dem 180er, ein Millimeter bleibt stehen. Und weil der 180er eigentlich unfair war, nehmen wir jetzt nochmal einen 125er. Der Vorteil, den wir hier bei dem Gerät haben, wir haben hier ja keine weitere Abdeckung und machen jetzt dasselbe. Wir gehen jetzt mal mit einem Mal einfach durch und schauen mal, wie ist denn das Ergebnis? Und es ist aufgrund dieser fehlenden Abdeckung besser. Wir haben hier nur 10 mm, die stehen geblieben sind. Und mit ein bisschen Gefühl jetzt vielleicht auch ein bisschen weniger sein können. Apropos Gefühl. Beim Test davor habt ihr auch gesehen, mit dem 180er haben wir ganz leicht den Tisch touchiert und dementsprechend auch einen Schaden gemacht. Und das ist wirklich bei dem Winkelschleifer so eine Sache. Wie viel Schaden macht man dann gerade, wenn man so gerade drumherum arbeitet, was der nächste Test ja war, da ist es so, dass man natürlich super exakt arbeiten muss, ein bisschen mit Gefühl hier und da. Hier hatten wir aber das Thema, dass wir nicht auf 1 mm, sondern auf 2 mm genau das abschneiden konnten, wenn wir drumherum arbeiten konnten. 2 mm finde ich schon ganz cool, ist aber auch nicht flächenbündig. Aber auch wenn du mit 1 bis 2 mm nach unten kommst, denk immer dran, je mehr Gefühl du einsetzt, umso länger dauert das auch, weil du wirklich Zeit nehmen musst und das perfekt führen musst. Schauen wir jetzt mal ein noch gröberes Gerät als den Winkelschleifer an, nämlich die Säbelsäge. Ich muss sagen, vor dem Video hätte ich gesagt, Säbelsäge ist eigentlich eine geniale Wahl. Weil der Trick bei einer Säbelsäge ist ja, dass so ein Blatt ja auch biegbar ist. Ja, man kann das relativ gut biegen. Das heißt, ich kann das auch einfach nehmen und kann hier auf dem Grund hier sägen. Okay, also haben wir erst einmal den normalen Test gemacht ohne Biegen. Und was haben wir da gemacht? Ganz einfach Sägeblatt und abgesägt, soweit wie es halt ging. Weil hier, auch hier ist natürlich eine Begrenzung da aufgrund des Bauraums des Gerätes. Ja, hier haben wir eine Menge Platz, den wir brauchen. Okay, haben wir das durchgesägt und wie wir sehen, bleiben 18 mm übrig. Wenn du jetzt ein kleines Gerät hier und da ein bisschen rumspielst, werden das vielleicht auch ein bisschen weniger sein, aber irgendwo zwischen 10 und 18 mm bleiben halt übrig. Als nächstes sind wir dazu übergegangen und haben das Ganze gebogen. Ergo, wirklich versucht irgendwie über dem Grund das abzusägen, das irgendwie hinzubekommen. Das muss man sagen, wir gehen davon aus, dass wir hier eine ebene Fläche haben und müssen auch in dieser Fläche das sägen. Wenn man das jetzt so wie ich jetzt hier im Bild sägen kann,
kannst du es ganz einfach flächenbündig absägen. Das ist natürlich klar. Ja? Aber der Witz ist halt, dass viele das wirklich ein langes Blatt nehmen. Und je länger es ist, umso dichter kommst du auch unten ans Material ran und kannst es sogar wirklich auch mit so einem Blatt flächenbündig absägen. Hast aber gleich zwei Probleme. Erstens, du brauchst ein langes Blatt. Unser Blatt, haben wir leider feststellen müssen, ist nicht lang genug. Also es muss dann nochmal deutlich länger sein, um dann auf den Grund wirklich runterzukommen. Problem Nummer zwei ist, sind sogar drei Probleme. Problem Nummer zwei ist, der Grund wird komplett versaut. Das heißt, wenn du wirklich auf dem Boden damit arbeitest, das war ja bei unserem Test, habt ihr ja eben gesehen schon so, dass wir hinten ins Holz reingekommen sind und das auch nicht vermeiden konnten. Wenn du aber wirklich das richtig stark biegst, auf dem Grund arbeitest, dann ist da alles weggeschrubbelt. Ja, habe ich schon ein paar Mal ausprobiert, macht keinen so richtigen Spaß. Punkt Nummer drei, meistens ist das Blatt danach hin. Das Blatt kannst du dafür ein, zwei Mal nehmen, aber wenn es auch ein schönes Blatt ist, dann ist das danach eigentlich hin, je nachdem, wo du arbeitest. Meistens sind Steine oder sonst irgendwas, dann ist das vorbei. Insofern war das doch nicht so gut, wie ich es gedacht hätte. Ich habe ganz vergessen, es gibt ja sogar noch Grund Nummer 4. Und zwar, du hast es perfekt angesetzt. Auf dem Boden sagst du, jetzt geht's los. Jetzt rücke ich diesem Rohr an den Kragen, ans Metall. Und dann fängt die Säbelsäge mit dem an, was sie so gut kann, nämlich wenn sie so hin und her arbeitet, dann fängt die an rumzueiern und dann sägst du irgendwo, aber nicht genau da, wo du möchtest. Du hast einen Azubi, der dich so richtig ärgert, dann gib ihm diese Handsäge. Und sag ihm, er darf auf keinen Fall hier am Grund Schaden machen. Du wirst den Rest des Tages nicht wiedersehen. Ich will nicht mehr. Mit der sehr kleinen Handsäge hätte ich auch ehrlicherweise gedacht, dass du deutlich tiefer nach unten kommst. Aber wir haben gleich ja auch mehrere Probleme. Problem Nummer eins, es dauert Jahrhunderte. Also gefühlt dauert das ewig, aber du hast eine gewisse Kontrolle. Okay. Problem Nummer zwei, du machst den Grund richtig, richtig fertig, weil du versuchst ja so tief wie möglich zu sein. Dabei schrubbelst du mit dem Metall immer die ganze Zeit da drüber und machst Schaden an der Säge, ist egal, aber auch am Untergrund. Das Problem Nummer drei ist, es ist echt nicht tief. Wir haben hier immer noch 6 mm, die stehen geblieben sind. Und jetzt kommen zwei Dinge zusammen, die perfekt funktionieren. Nämlich, ich habe ja vorhin gesagt, wir können so ein Blatt nehmen und können das schon auf eine gewisse Art und Weise biegen. Zusätzlich ist es so, dass wir hier mit so einem Handgriff von Bosch zum Beispiel so ein Blatt einspannen können. Moment, ist auch schon lange nicht mehr gemacht. So, und jetzt ist das Ganze wirklich fest verbunden. Jetzt haben wir den großen Vorteil, dass wir kein Gerät haben und dadurch einen sehr, sehr flachen Winkel. Das heißt, wir können wirklich direkt über dem Boden arbeiten. Seht ihr hier schon? Hier ist, glaube ich, ganz gut zu sehen. Können wir direkt am Boden arbeiten. Und dann können wir diesem Rohr auch wirklich zu Leibe rücken. Und da muss ich leider sagen, ich habe das nicht selber gemacht oder zum Glück nicht selber gemacht, das durfte der Daniel machen. Aber es funktioniert. Es funktioniert wirklich und zwar richtig gut. Ihr macht natürlich einen Schaden am Untergrund und unter Umständen vielleicht auch ein bisschen Schaden am Blatt, aber weniger als mit der Säbelsäge, weil nicht so viel Kraft auf das Blatt und auf die Säge ausgeübt wird, sondern das bist ja nur du selber. Hast nicht so einen steilen Winkel und du hast wirklich es komplett über dem Grund rückstandslos abgesägt. Es dauert eine Weile. Vielleicht sollst du auch einen Stift nehmen, also den Azubi nehmen, oder den Gesellen, oder den Lehrling, oder wie immer du es nennen magst. Aber es funktioniert. Ein wichtiger Hinweis für euch nochmal zum Thema Sägeblatt bei Säbelsägen. Dieses Blatt hier, das kann man ohne Probleme biegen. Das funktioniert. Dabei geht das nicht gleich kaputt. Warum? Wir haben hier ein sehr, sehr hochwertiges Sägeblatt. Aber diese Zähne, die wir drauf haben, sind alle einzeln hier drauf gelötet. Also jeder einzelne Zahn ist einzeln drauf gelötet. Hartmetall, das heißt hier Bosch Expert, Carbide Zähne sind das hier. Wenn wir ein anderes Blatt haben, wie das hier zum Beispiel, wo wir ein sehr feines Sägeblatt haben, ist das nicht einzeln, sondern das ist eine lange Schneide. Und wenn wir das biegen, dann haben wir ein Problem. Oh, dann bricht das Blatt nämlich und dann ist das Sägeblatt hin. Kommen wir zur letzten und eigentlich auch besten Variante, der Multicutter. So schnell kann es gehen. Also achtet immer drauf, wenn hier Akkus drin sind. Wo sind eure Finger? Also, jetzt aber nochmal. Wir haben unseren Multicutter und mit dem ist es wirklich sehr, sehr einfach. Wir haben hier ja keine großen mechanischen Kräfte, die wirken, sondern dieses Blatt hat ja nur eine sehr kleine Bewegung, rechts, links, ja, nur wenige Grad. Und wir können es perfekt unten aufsetzen. Und wir sehen jetzt hier auch im Bild, es ist ganz, ganz, ganz dicht beim Boden, beziehungsweise also mit 0 mm dazwischen. Und ich kann einfach in das Material eintauchen
und kann dort mit etwas Gefühl auch relativ im Verhältnis relativ wenig Schaden im Untergrund machen und kann das Rohr dort absägen. Du siehst also, im Grunde ist das hier von der Sache her eigentlich die beste Methode, aber eigentlich auch die teuerste Methode. Wenn du noch gar nichts hast, musst das ganze Gerät kaufen, leihen und oder. Wenn du jetzt gar nichts hättest und willst es einfach nur dieses 1, 2, 3, 5, 10, 100 Rohre abmachen, könntest du es natürlich auch genau damit machen. Es war mir nur ganz wichtig, euch mal zu zeigen, mit welchen Methoden kann man das machen und was ist das Ergebnis. Ihr macht mal bitte Folgendes, schreibt mal unten in die Kommentare, wie habt ihr es schon mal probiert? Habt ihr noch einen Tipp, wie es noch besser und noch einfacher geht? Das würde mich super interessieren. Und solange viel Spaß und ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.